Hallöchen, Freunde, und willkommen zum zweiten Part von Spirits of Mystery 1, Dunkler Fluch. Wir sind immer noch bei uns in der Hütte, wo uns unser Dienstmädchen, unser Hausmädchen, uns gerettet hat. Uns fehlt aber immer noch eine Rätselkachel. Und danach bin ich auf der Suche. Bin jetzt hier aber immer noch am Grübeln. Weil hier sagt sie, hier ist ein Feuer, wärmt den Raum. Hier haben wir ein Wimmelbild gehabt. Da kann man nichts anklicken. Ich klicke jetzt mal alles an. Ich mache mal einen auf Lufia. Aber hier passiert nichts Großartiges. Hier können wir das immer noch nicht aufschneiden. Wir haben nichts dabei, womit wir das aufsäbeln können. Hier an den Regal ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist zwar ein Nagel, aber den kriegt sie auch irgendwie nicht raus. Wir können auch nichts nehmen, womit das Ganze hier sich frei löst. Ja, an den Regal können wir auch nichts machen. Hier ist auch nichts. An ihn kann ich jetzt auch leider nichts machen. Wie gesagt, ich habe jetzt hier den gesamten Raum abgesucht. Einen Tipp will ich ja nicht nutzen. Weil ich glaube, der Tipp ist halt eben das Auge der Allwissenheit. Ich kann hier draußen nochmal rumgucken, ob ich hier irgendwas übersehen habe. Weil das und das kann ich überhaupt nicht nehmen. Hier haben wir noch was übersehen. Schaut mal. Da haben wir das und eine Seerose. Jetzt haben wir alle Kacheln beisammen. Finde einen Pfad vom Bild des Portals bis zum Bild des Schlosses. Klicke auf Kacheln, um den Pfad in Richtung der gelben Pfeile freizulegen. Manche Kacheln blockieren den Weg. Okay, also die Bilder, die Kacheln, die jetzt dazu so sehen sind. Also das war schon mal falsch. Okay, verstehe ich noch nicht ganz. Was natürlich ein bisschen gemein ist, ist, dass dieser Strahl komplett weitergeht. Ja, das ist schon mal wieder falsch. Ja, den Weg bin ich jetzt auch schon lang gegangen mal. Ja, das ist natürlich wieder doof. Dann geht jetzt wieder bis dahinter. Okay. Wenn ich jetzt den Weg nochmal entlang gehe und statt da lang gehe, er geht's wieder nach runter.
Ich kann ja nur den gelben Pfeilen folgen. Mal ehrlich, was macht das Rätsel für einen Sinn gerade? Und ich kann nicht sagen, ich will lieber da lang. Sorry, Freunde, aber für mich macht das Rätsel hier gerade hinten und vorne keinen Sinn. Finde einen Pfad vom Bild des Portals bis zum Schloss des Schlosses. Klicke auf die Kacheln, um den Pfad in die Richtung der gelben Pfeile freizulegen. Manche Kacheln blockieren den Weg. Die Eule hat dafür gesorgt, dass das Portal nicht benutzt wird. Ja, okay, jetzt habe ich das Portal geöffnet. Und sie schläft weiter. Okay. Dann gehen wir mal rein hier. This is it, Princess. This is your family's castle. There is a narrow pass along the coast that leads to a secret entrance into the castle grounds that will allow you to enter without being seen. I wish I could come with you, my dear, but I'm afraid this is a journey you must take alone. Good luck. Our kingdom depends on you. Also müsste eigentlich sowas sagen, save our kingdom oder sowas. Aber gut, da haben die Übersetzer ein bisschen geschlampelt. Okay, gut, da ist auch noch was. Hinter diesem Dorngebüsch ist etwas verborgen. Ja, wir können es aber noch nicht freilegen oder ähnliches. Ich würde erstmal, bevor ich zum Königreich gehe, gehe ich natürlich andere Wege lang. Komischerweise, da ist auch unsere Eule. Ja gut, aber bevor ich hier irgendwie entlang gehe. Dieses Wasser wurde von den Wellen am Land gespült. Ja, mach Sachen. Da auf dem Schiff haben wir auch ein Wimmelbild. Potenabdruck. Müssen wir erstmal ein bisschen was interagieren, ha? Okay, das ist natürlich ein bisschen gemein. Da ist der Pfotenabdruck. Dann brauchen wir das Spielzeugboot. Das ist hier. Kerzenhalter, schon wieder ein Kerzenhalter. Also ich glaube, hier werden wir häufig auf Kerzenhalter stoßen, habe ich das Gefühl. So, Kerzenhalter. Wo ist denn hier ein Kerzenhalter? Ja, du bist kein Kerzenhalter. Nein, das war mir klar. Muss denn hier? Ich muss halt wirklich direkt ganz nah hingehen. Ich wundere, wenn ich dann so mache und ihr seht mich nicht, dann gucke ich mich ganz nah auf das Bild hin. Obwohl ich Vollbild habe und so weiter, sehe ich jetzt hier gerade nicht den Kerzenhalter, oder? Doch da. Dann hier die Schriftrolle. Das ist ein Boxhandschuh, aber. Oder. Glaube ich, sollte es darstellen.
Dann ein Handschuh. Denn hier ein Handschuh. Seht ihr, es gibt sogar eine Klickstrafe. Also wenn ich zu viel klicke, dann werde ich bestraft. Das steht schon mal fest. Ich sehe den Handschuh jetzt nicht, ohne Witz. What the fuck? Handschuh, Handschuh. Ey, wenn das wieder ein Übersetzungsfehler ist, dann gibt es aber wirklich Nackenschellen für die deutschen Übersetzer. Alter, das mit den ja kaum sehen kann, oder? Fernglas. Dann eine Muschmuschmusch für den lieben Lufia. Da. Einen Schädel. Also wozu ist denn dieses Stoffstück Stoff im Pidgin gut? Schädel, Schädel, ein Schädel, ein Totenschädel oder irgendein Schädel von irgendeinem Tier. Ja. Dann eine Schere. Ein Spaten wird gesucht. Ich finde dieses Stück Stoff so sinnfrei. Spaten. Horn, Karte und Spaten. Okay, das ist kein Spaten, das ist natürlich klar. Ach, da ist der Spaten, da oben. Dann brauchen wir jetzt noch eine Karte, wahrscheinlich. Warum konnte. Ach, da ist die Karte. Und dann noch das Horn. Das ist kein Horn, wahrscheinlich. Ah, das Horn. Hier haben wir einen Spaten bekommen. Wahrscheinlich extra dafür. Haben wir ja die Fledermaus bekommen hier. Ein Stern. Und eine Kugel. Eine Bernsteinkugel. Alles klar. Hier ist auch noch ein Boot. Aber ansonsten, ja gut. Der Fels steht im Weg, aber zum Glück ist er rissig. Ja, schön. Dann gib mal einen Tritt dagegen, damit das aufgeht. Ich muss etwas anderes suchen. Ja, dann hau da mit drauf. Okay, gut. Dann haben wir erstmal den anderen Weg. Dieses Tor ist verrostet und lässt sich nach all den Jahren nicht mehr öffnen. Ich muss einen anderen Weg ins Schloss finden. Ich muss die fehlenden Hörner finden. Also zwei Hörner brauchen wir noch. Moment, vielleicht kann ich noch was lesen hier. Seltsamerweise wurde die Drachenstatue am Schlosshof vom Bernsteinfluch Gem gesucht. Die böse Königin dachte wohl, dass diese Statue ihren Feinden dienen würde. Sonst hätte sie sie nicht verflucht. Ich muss die Hörner finden, um den Bann zu brechen. Okay. Aber jetzt haben wir ja einen Hammer bekommen. Okay, jetzt wahrscheinlich fürs Fass. Da haben wir einen Keil bekommen. Das heißt, zack. Und zack.
was haben wir hier? Da haben wir noch ein Horn. Und ja, in dem Ei war ein Stern. Okay, alles klar, jetzt habe ich alles gesehen. In der Pflanze ist was verborgen. Ja, wahrscheinlich die Bernsteinkugel, oder? You. Are you the princess? Yes, you must be. You look just like the queen. Please, princess, I've been trapped here for many years. I cannot escape without a magic potion. Can you please make one for me? Ja, okay, dann haben wir schon ein paar Sachen zusammen. Please, take this chalice to prepare the potion in. Once I am free, you should be able to move past here. Okay, dann müssen wir wieder zurück. Ja, da hat sich auch wieder ein Wimmelbild eröffnet. Muss ich ungefähr befreien? Ich könnte den Trank im Kamin des Kindermädchens brauen. Das war mir schon irgendwie bewusst. Mich mal anders hinsetzen. So, aber da hat auch noch was geglitzert. Kann ich nochmal raus? Hier hat nämlich auch was geglitzert. So, jetzt kann ich das machen hier. Was? Tannenzweig, Nagelzange. Okay, wie soll ich denn hier am Schiff bitte schon einen Tannenzweig finden? Okay, ich schau mal erstmal hier rum, ob ich den so irgendwie sehe. Wahrscheinlich ist er hinter dem blöden Stück Stoff verborgen. Lass so rumschauen. Ja, da ist der Tannenzweig. Dann eine Nagelzange. Natürlich, wenn jetzt wieder so Werkzeug hier so rumliegt, das ist wahrscheinlich das hier. Dann ein Propeller. Mal so eine blöde Frage. Was hat ein Propeller in dieser Mittelalterzeit zu tun? Oder eine... Ja, okay. Eine Sanduhr brauchen wir. Ist hier irgendwo eine... Ja, es muss natürlich eine Sanduhr hier sein. Dumme Frage, ey. Mann, konzentrier dich, Holy. Da ist die Sanduhr. Ja, das ist, glaube ich, nicht ein Hummer, oder? Ja, okay, eine Krabbe. Da ist ein Hummer. Dann ein Schloss. Ja, das ist immer so eine gute Bezeichnung. Schloss. Warum kann man nicht die Bezeichnung Vorhängeschloss nehmen? Ich verstehe es nicht. Weil das dann zu einfach wäre wahrscheinlich. Da ist die Blume. Da ist der Stern. Da ist das Auge. Und da ist die Säge. Und lass mich raten, jetzt können wir komplett wieder zurückreisen, weil... Ja, da ist auch wieder ein Wimmelbild, aber ich gehe jetzt erstmal da lang, weil... Ich... Mit der Zange, die wir gefunden haben, ziehe ich jetzt mal den Nagel raus hier. Weil wir hier diese Bären kriegen und da ist auf einmal auch ein Wimmelbild getriggert. Finde ich ja herzt allerliebst. Also hier aufmachen kann ich wieder was. Da ist ein Kleeblatt. Da ist auch ein Klee. Schachfigur bist du? Nee, das ist keine Schachfigur. Okay, meine Freunde. Ich sehe schon, wir sind schon wieder am Ende einer Folge angelangt. Das Wimmelbild nehme ich mit in die nächste Folge mit rein.
Ich hoffe, euch gefällt das Abenteuer bis jetzt von der lieben kleinen Prinzessin. Die hat leider keinen Namen. Deswegen bezeichnen wir sie einfach nur mal als Prinzessin. Und dann, ja. Hoffe, ihr hat euch die Folge gefallen. Mir hat es bis jetzt komplett gefallen, das Spiel. Ich liebe so alte Bimmelbildspiele. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Und schöne Zeit da draußen euch allen. Tschüss.